Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Ihr Die. Ihr könnt uns mal. Du Verarschung. Wir haben dir das echt übel genommen. Wir haben mir das wirklich, wirklich übel genommen, glaube ich. Ich habe gerade mir einen Scherz erlaubt, liebe Zuhörer und Zuseher. Das ist und nicht witzig. Das war nicht witzig. Der war echt ein bisschen gemein. Nein, der war nicht witzig. Und man nimmt mir jetzt etwas für übel und von daher... Nein, nicht etwas. Etwas. Was soll das denn heißen? Der will das auch noch schön reden hier. Ja, es war schön für mich. War es schön in dem Moment. Ich weiß nicht, Stefan, fandst du es auch gut? Nein. Ich fand es zumindest nicht schlecht. Okay, das ist... Stefan könnte Politiker werden. Wenn es natürlich so unvorbereitet kommt, dann ist es schon ein bisschen komisch. Ja, gut. Für mich, ich kann es jetzt von mir aus nicht sagen, weil ich wusste ja davon. Ja, ich habe es ein bisschen schlecht rübergebracht. Ich wurde nicht überrascht. Insofern, ja, ist es ein bisschen schwierig, da jetzt eine Reaktion einzuschätzen. Ja, weißt du. Jetzt wissen wir wenigstens, wer beim letzten Mal auf dem Server war. Der hat nämlich vergessen, zurückzusetzen. Nee. Dann hat er gesagt, ja, ich hab hier war einer auf dem Server. Nee, das war ich nicht. Ich war nicht. Wer denn sonst? Nein, das ich war er wirklich nicht. Ich das war's wirklich ich, ja. Nicht. Ja? Komm, erzähl nix. Ja, die Zombies haben auch rosa Strumpfhosen auf unserem Server. Ja, also bitte, Survival ist eigentlich ein ernsthaftes Thema. Ja, ernsthaft, ne? Ja, todernst. Wer weiß, wann das hier bei uns anfängt. Genau, nach Corona und so. Das kann schneller gehen, als ihr glaubt, Leute. Hallo, nicht hoch, runter. So, ich habe noch eine Wasserkiste gemacht, weil wir haben so viel Wasser, dass ich da noch mal eine extra Wasserkiste jetzt gerade eröffnet habe. Ich gebe euch immer die Pause, damit ihr darauf reagieren könnt. Nur so als Hinweis, wie zum Beispiel, interessiert uns jetzt gar nicht. Du bist doch der Juckt Loser. Uns nicht. Genau, du bist der Loser, der uns doch hier gerade verarscht hat und du kannst es mal in den Buckel wow. Runterrutschen. Du warst es, kein anderer. Entschuldigung, ich bin immer noch irritiert. Ja, danke. Wenigstens einer findet ihn lustig. So, was steht denn heute an? Was ja, soll man denn heute machen? Wahrscheinlich auch einer, der es schon wusste, ne? Ja. Die Schilder sind weggerissen worden. Ja, hat Mattes gemacht. Ah, okay, danke. Jetzt weiß ich wenigstens, was er davon hält. Wer? Mattes hat die Schilder abgerissen. Okay, ja. Sei froh, dass ich kein Dynamit dafür genommen habe. Klaus, was wir alles dafür benutzen können. Also sollen wir heute mal die Base fertig bauen, den Tunnel fertig bauen und danach looten gehen? Was für eine Base? Was willst du fertig bauen? Es ist alles fertig. Der Tunnel ist fertig? Fast. Fast. Fast? 60%, 70%. Hey, ja, dann lass uns doch... Nein. Den Mitfahr. Nein, ich meinte den Tunnel, den ich mal angefangen habe und der so schlecht geworden ist. Ach so. Den kannst du selber ausbessern. Wem ist schlecht geworden? Ja, der Tunnel Dem ist schlecht Tunnel. Geworden. Ja, es war Astro. Papa, ich glaub, du musst dich heilen. Quatsch, braucht er nicht. Nein, ich hab 148. Echt? Bei mir hast du gerade mal so einen. Weißt du, warum das so ist? Warum? Weil er uns verarscht hat. Genau. Oh, ihr seid das echt Hater. Ich merke es schon. Ihr seid total die Hater jetzt. Hat jemand ein Auto mit? Ja. Was war das denn für Geräusch? Tote Zombies.
Achso, rote. Nein, tote. Ich habe rote verstanden. Hast du genügend Sprit für zwei Leute mit? Nein, nee, ich habe mal wieder den Sprit vergessen. Gerade wo du saßt, denke ich so, scheiße, du hast den Sprit vergessen. Ich denke dran, 105 ist Horde, ne? Ja, ja, klar, in der Zeit habe ich den Tunnel fertig. Ist ja erst in zwei Nächten. Eben. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Was war eigentlich mit der Brücke? Irgendjemand hat ja doch gesagt, die Brücke wäre kaputt. Ja, die Brücke haben wir doch schon gemacht. Krieg ich gerade eine Nachricht geschickt vom Thomas, der sagt, ich muss das Spiel noch runterladen. Welches Spiel? 7 Days to Die. Welcher Thomas? Wenge. Kenn ich den? Wengemann. Kenn ich den? Der, ja, eigentlich nicht mehr. Den Wengemann. Wengemann. Genau. Ja. Die Brücke ist heil. Also die hat inzwischen jemand anders repariert, gehe ich mal von aus. Nein. Hey, nein, die ist noch nicht mehr beschädigt worden. Ja. Die ist nicht repariert worden von uns, von einem von uns. Ja, okay, dann habe ich einfach das nur falsch in Erinnerung, dass sie kaputt war. Nein, das war der, der das Schild geschrieben hat. Ach so, ja. Okay. Nee, ich war's nicht. Du hast das Schild doch gar nicht geschrieben. Doch, ich war's. Du kannst doch gar nicht schreiben. Ach so. Ja. War eigentlich Englisch. Ja. Ja gut, ich bin ein bisschen zu blöd dafür. So, wie viel Sprit willst du haben? Ja, die Hälfte. Also ich habe 1200. Oder ja. Nein, doch ein bisschen mehr. Oh ups. Ja, 11.000, ne? Nein, ich habe 12.000. Ja, dann Hälfte. Nee. Einmal das und einmal das. Das ist die Hälfte. Okay. Wir sind ja schon ordentlich, ne? Ich lauf schon mal zum Tunnel, lad schon mal nach. Das ist ein Tunnelbauprojekt, ja. Irgendwie vermisse ich gerade den Sprint von Scum. Ja, ne? Hä? Warum ist er auf einmal so breit? Ich hab hier vorne schon gearbeitet. So, was soll ich denn machen? Wie soll ich das denn machen? Ja, einfach, du kannst ja die Höhe machen. Dann mache ich so ein bisschen die Form. Die Höhe ist ja einfach nur hier immer so die Ecke weg. Hier weg. Also immer links, rechts, Mitte. Oder halt links, Mitte, rechts. Oh, das war die falsche Ecke, scheiße. Ich habe anscheinend kein Talent mehr dafür. Oder vielleicht auch nie gehabt. Und ich mache das Ding breiter. Der ist durchvertunnelt fürs Auto später. Jetzt kommen wir nur mit dem Fahrrad durch. Lampen müssen natürlich auch noch rein. Läuft ja schon. Also sieht so aus, als ob der Thomas auch noch heute online kommt. Nee. Doch. Du hast gefragt. Ist doch richtig, was ich mache, oder? Nein. Nein. Dann immer weiter zurückgehen, damit ich das sehe. Du gehst schon zu hoch, aber ist okay. Ja, mehr wie drei hoch würde ich nie machen. Ja, eben. Was sagst du? Ja, nein. Da fällt mir ein, ich muss wahrscheinlich dann nochmal ein neues Auto bauen, ne? Jetzt sind wir schon 6 mit Spielern. Ich hab ein Motorrad, ich brauch kein Auto. Ich kann es eh nicht öffnen.
ich muss noch mal gucken. Irgendwie kommt man den Boden doch, glaube ich, mal aus. Besser und besser. Ich glaube, da brauchst du irgendwie diese, diesen Rechen oder wie das Ding heißt. Ich könnte ja hier vorne schon mal anfangen, den Boden wieder auszugleichen, ne? Ja, mach das. Das ist eine super Idee. Kannst du die Kisten noch rausnehmen? Reicht ja, wenn man das Holz einfach nur verstärkt. Müsste auch schon besser werden dann. Ja. Ja, ich denke, mit dem Auto merkt man das eh nicht so. Ich denke, das merkt man mehr beim Fahrrad als beim Auto. Durch die Reifengröße halten. Ja, ja. Mhm. Voila. Ich würde ja sagen, ich vermisse es manchmal, das Holzchen. Was? Das Rülpsen vermisse ich manchmal. Was für ein Rülpsen? Ah, danke. Wer ist das? Wer ist Sim? Willkommen. Hi, Thomas. Thomas? Oh. Okay. Ja. Hallo. Hallo, Thomas? Ja. Ah, jetzt hören wir dich. Du warst viel zu leise. Nein. Doch. So Leute, darf ich euch vorstellen, das ist der Thomas. Tschüss. Nehmt den Mattes nicht allzu ernst, der ist manchmal so. Also das war Mattes, dann haben wir hier den Stefan noch, den Dirk und Alea. Genau. Dirk und Alea kennt sich ja schon. Hi. Was? Noch nie gehört. Noch nie gehört, ne? Das ist völlig neu für dich. So. Also der, ja, der Thomas, der kennt Seven Days to Die, aber ich glaube, die aktuelle Version, die wird ihn, glaube ich, ein bisschen überraschen. Aber werden wir ja sehen. Nicht wundern, bei mir spielen die Kinder im Hintergrund wie. Ach, das ist normal, das haben wir auch hier. Nein. Oder, Carina? Ja. Ist das? Also ist das ein Lernspiel, was du heute gespielt hast, oder? Thomas? Ja, was? Lernspiel? Ja, ich habe irgendwie so ein Kinderspiel gesehen, was bei dir lief auf dem Rechner. Ach, ja. Immer diese Stalker. Ja, Entschuldigung. Blem, ne? Nee, anstatt den Kindern ein eigenes Spiel rauszugeben, habe ich auf dem zweiten Rechner einfach... Hm, taugt das was? Noch meine Konten. Nö. Ah ja. Nö. Für Dreijährige. Okay, also nicht wirklich. Wie geht sie denn so? Was macht der Job? Was macht das Leben? Was macht die Kinder? Was macht die Frau? Erstmal, jetzt hoffe ich, dass es nicht mehr ganz so laut ist. Das stört wirklich nicht. Also wir sind viel gewohnt hier. Früher gab es auch immer bevor sie mitspielte, gab es hier so ein Mädchen, was auch dauernd dann rein kommentierte. Ne, Alea? Was? Genau, da gab es so ein Mädchen, was immer hier rein kommentierte. Bis du dann irgendwann sagte so, oh, du bist doch doof, warum machst du das nicht so und so? Da habe ich gesagt, ja, komm, spiel mit, zeig, dass du es besser kannst. Ja, und? Sie kann es besser. Ja, das stimmt. Wisst ihr, das meinte ich an Mattes, da muss man sich dran gewöhnen hier. Das
das ist halt wie mit, wie sagt man so, Kindermund gibt Wahrheiten kund. Ne? Das ist bei uns hier Mattes Mund gibt Wahrheiten kund. Du kriegst dein Fett noch weg, warte ab. Ja, ich hab eben eine kleine Verarsche gemacht, aber nur eine klitzekleine. Aber die hat man mir, glaube ich, ein bisschen übel genommen. Letzte Mal, dass wir das Spiel zusammen gespielt haben, Gott. Ich glaube, da wussten wir noch nicht, wie die Waffen überfallen und hinaus gemacht werden. Das hat sich ja jetzt auch alles geändert. Das hat sich komplett geändert. Da hat sich das ganze Crafting-System hat sich geändert. Also, aber alles zum Besseren, muss man ganz klar sagen. Und es ist deutsch geworden. Ei. Boah. Wir sind ja eigentlich deutsche Entwickler, das wusste ich auch früher gar nicht. Du irgendwie auf Düsseldorf. Deutsche Lockenwickler. War ja heute richtig, jetzt ist das noch nie was über Star Citizen. Was? Ja, noch normalerweise in der Presse relativ verrissen worden. Was wird verrissen? Der Robert, Chris Roberts. Echt? Achso, ja, stimmt, das hatte ich ja gefragt, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Weil die Idee ist ja eigentlich sehr gut, soweit, von dem Spiel. Ja. So, jetzt ich denke mal, es gibt halt viele Neider. Ja. Ist ja auch nicht billig. Neider, es ist auch nicht billig, Neider zu haben, das stimmt. Das Game selber. Oh ja, das Game finde ich auch, das habe ich auch schon gesagt, das finde ich wirklich teuer. $49 für ein Spiel, was quasi noch gar nicht fertig ist. Das fand ich auch ein bisschen happig. Ich meine, klar, irgendwie muss man Entwicklungskosten, oder in diesem Fall ist es ja mehr Vorfinanzierung der Entwicklungskosten hier reinbekommen, aber dass das so ein bisschen auf negative Kritik dann stößt, das kann ich ja schon sehr gut nachvollziehen. Ja. Ah ja. Das hätte man auch zur Hälfte des Preises machen können, sag ich mal. Das stützt jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren und für das Geld so viel Spielzeit, wie ich da reingesteckt habe, also holla die Waldfee. Ah, der Download ist gut. Ah, ich merke schon, hast du vernünftige Leitung da in den Hintergrund kriegen. Ja. Ich habe in der Eifel tatsächlich Glasfaser. Dank NetCologne, die uns einigen Jahren angeschlossen haben als Wassernetz. Das war wieder die Werbeeinblendung an dieser Stelle. Jetzt musst du dann die Video mit Werbung markieren. Ja, interessanterweise, die Telekom hat dann ein halbes Jahr später nochmal die Straße aufgerissen, um ihre eigene Leitung zu legen. Ja, ich glaube, die sind einfach zu stolz, andere Leute Leitungen zu nehmen. Ich glaube, da freckt es denen eher, bevor sie das tun würden. Oh, schön, 4K-Unterstützung. Ja, tatsächlich, wirklich. Ich meine, es ist trotzdem noch nicht State of the Art, muss man ganz klar sagen, grafisch. Das wird es auch nicht mehr werden, klar. Aber im Gegensatz zu früher hat sich doch grafisch einiges getan. Will man Tagebucheinblendungen haben? Was für Einblendungen? Tagebucheinblendungen. Ja. Oh, Dirk spielt wieder Klavier. Danke, Dirk. Hast du Glück, dass ich wieder spiele? Ja, ich hab's auch wieder ein bisschen vermisst. Ne? Ich hatte auch schon Angst, dass du gar nicht mehr spielst und einfach sagst so, nee, jetzt bleibt auf ewig Dunkelheit. Genau. Dann laufen die ewig, die Zombies. Dadurch, dass der schräg läuft, kriegt man die nie richtig schön ordentlich hin, ne? Weil es geht langsam. Wir sind einen Tunnelbau am machen, damit die Autos durchpassen. Oh, jetzt wird der Thomas sagen, oh, wie Autos. Ja, es gibt Autos. Ja, warte, ich höre gerade nicht viel. Ja, oh, ja. Erstmal Musik runterdrehen. Das gibt ist einen internen Voice-Chat. Ah, sehr interessant.
Ja, ein Wolfschat. Ein Wolfschat, genau. Wir sehen das Ende vom Tunnel schon mal. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt hatte ich doch eben eigentlich gesagt, dem Server beitreten. Ja, die habe ich dir ja geschickt. Also ich hoffe, das Passwort habe ich auch richtig geschrieben. Ist aber eigentlich alles so schlimm. Ich hatte eigentlich nur auf Spiel beitreten gedrückt. Wird langsam. Ja, ich hatte erst so einen Fahrradtunnel gemacht, ne, aber war so probeweise, um einfach den Durchstoß zu kriegen, weil der Tunnel nicht gerade verläuft, sondern schräg, war das so ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir ihn gerade am Verbreitern und an Erhöhen und an Schönern. Mann. Wieder ein Mann. Wir brauchen drei Leute, um einen Tunnel zu bauen. Ich mach das alleine. Ja, du hast einfach da auch einen höheren Skill. Ah ja, es gibt übrigens Skill. Es gibt auch ein Skill-System jetzt. Also, wo du Skill-Punkte kriegst, Erfahrungspunkte. Und dann auch wirklich halt gewisse Fähigkeiten erst machen kannst, wenn du entsprechend deine Erfahrungspunkte verteilt hast. Ja, ein Spielerprofil. Ja. Doch. Da haben wir aber welche Spaß im Hintergrund hier. Ja, die machen hier gerade Hit und Jogging. Bitte Hitten was? Und Joggen? Ja, Hit und Jogging. Erschießen ein und gehen dann weiter joggen. Dabei. Ja. Hit und ja, Joggen. Höher sollten wir nicht bauen, weil ja, dann wird der Tunneleingang länger. Papa. Ja. Guck mal. Auto passt durch. Die Höhe brauchst du ja auch nicht, ist doch gut so. Jetzt ist ein Loch da drin. Ich glaube, die Ecke müssen wir noch wegmachen hier. Der kleine Besenboden. So. Da gibt's Pause. Da gibt's Pause, genau. Schon wieder eine Werbeeinblendung, verdammt. Hüpf ich gar nicht. Ich hab ja nicht Ahoi gesagt. Stimmt, das Ahoi kam von woanders, hast du recht. Das kam aus dem Off. Den Zusammenhang muss man ja nicht sehen. Eben. Wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es gar keinem aufgefallen. Das stimmt, da hast du wahrscheinlich sogar recht. So. Soll ich mal ein Auto holen? Ja, kannst du machen. Da war Information, konnte ich nicht. Hier die Ecke. Hier wird noch ein Problem hier. Ich sag ja, so richtig glaube ich, dadurch, dass der schräg verläuft, ist das richtig schön, kriegt man den nicht hin. Weil letztendlich. Warum machst du halt einfach gerade? Ja, weil die Straße auch schräg verläuft und ich wollte es ja parallel zur Straße. Scheißegal. Ja, jetzt geht's aber so langsam. Er wird nur auf einmal breiter. Ich hol mal ein Auto. Ja, mach das. Du
Wir müssen oder so gleich den Thomas dann abholen. Mhm. Wir haben ja gleich schon wieder Zombie nach, also von daher. Kommt so, genau richtig. Kommt genau richtig, der Mann. Genau. Dann kann er auch gleich unsere neue Base beurteilen. Begutachten. Ich sag mal so, die Base, die wird die nächsten Horn alle überleben. Also da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, ich auch. Wir müssen halt nur mal gucken, dass hier noch Messing rankommt. Also ich glaube, du brauchst noch einmal das Krankenhaus komplett leer machen oder die Fabriken und du hast genug Messing. Das glaube ich auch, ja, da hast du